Und diesmal über Karl Lutz. Ein Held, wahrscheinlich hat er das nicht gewusst, dass er ein Held gewesen war, aber da war tatsächlich, der hat sein Leben riskiert, der war mutig, zivilcouragiert und der hat es gewagt, so viel zu tun, also wie er konnte, um das Leben von so vielen Menschen retten zu können, in einer sehr schwierigen Zeit. Warum befasse ich mich mit dem Thema unbesungenen Helden? Kurze biografische Angaben über meine Person. Meine Eltern also mussten Deutschland nach dem Erlassen der Nürnberg-Gesetze verlassen. Mein Vater, wir sind Juden, mein Vater war Jurist in Berlin, meine Mutter Ärztin in Hamburg und sie seien also nur wirklich die einzige Lösung, so weit weg von Europa zu wandern. Und die landeten hier in Lateinamerika. Viele Jahre später bin ich geboren und eines Tages habe ich mir zur Aufgabe gemacht, über unbesungene Helden zu schreiben. Denn ich wollte nämlich also die ganze Geschichte des Sozialismus in einer Form verwenden, dass überhaupt kein Ressentiment war, sondern in Art und Weise einer Versöhnung. Und das habe ich geschafft. Das hat also viel Zeit, Jahre, Mühe, Kraft gekostet. Aber ich bin wirklich mit meiner bescheidenen Leistung sehr zufrieden. Heute also haben wir Karl Lutz und das Glashaus. Die Rettung ungarischer Juden vor dem Holocaust. Wie kam ich überhaupt auf dieses Thema? Das möchte ich also auch kurz einleiten. Ich habe 18 Jahre lang im armenischen Auswärtigen Amt gearbeitet und eines Tages kam ich auf die Idee, ein Buch über die Diplomaten in der Zeit des Holocaust zu schreiben. Und da habe ich angefangen zu recherchieren. Ich war so, verbrachte Stunden im Archiv des also Auswärtigen Amtes und also auch in Bibliotheken. Und da habe ich also auch vieles gefunden, aber leider nichts gescheitert. Denn jetzt also werde ich nicht so also viel drüber reden, aber die argentinische Diplomatie war zu der Zeit also wirklich gegen also alle Unterstützung und gegen also alle diese Maßnahmen, was viele andere Diplomaten gewagt hatten. Und also ich war schon fast am Ende meiner Recherchen und sehr enttäuscht. Und da entdeckte ich, war kurz vor 18 Uhr, die Bibliothek des Archivs, also schließt das um 18 Uhr. Und ich musste mich beeilen. Aber habe ich also auch einen kleinen Text gefunden am Ende einer Akten und da stand Karl Lutz, ein Schweizer Vizekonsul, hätte das Pfund über 60.000 Menschen in Ungarn gerettet. Dieser Hinweis beeindruckte mich so sehr, dass ich ja schon eigentlich also das nicht vergessen konnte. Jahrelang spielte ich immer mit dem Gedanken, also an zu recherchieren, bis 2015. Ja, so kam ich also auf Karl Lutz. Ich werde also etwas kurz wissen. Aus meinem Buch Spurensuche, wer war Karl Lutz? Freitag, der 21. Oktober 2015. Der ICE nach Bern fuhr pünktlich ab. Während er den Fenster die regenfeuchte Landschaft an mir vorbeizog, wanderten meine Gedanken zu meinem neuen Projekt. In Bern würde ich aus erster Hand komplett
eloquente Auskünfte über eine spektakuläre, mutige, uneigenwillige, ja trickreiche Rettungsaktion erhalten, die sich im Jahr 1944 in Budapest abspielte, im von Hitler-Deutschland besetzten Ungarn. Im Auge des Sturms und unter den Augen der zum Äußersten entschlossenen Besatzer gelang es damals einem bis dahin eher unauffälligen Schweizer Konsularbeamten, dem Cheforganisator des Holocaust Adolf Eichmann, das Leben eines Teiles der Budapester Juden abzutrotzen und immer wieder Sand in das Getriebe der bereits angelaufenen Mordmaschinerie zu streuen. Wenngleich sich die genauen Zahlen nicht exakt eruieren lassen, geht man von etwa 60.000 Menschen aus, die dank der Initiative dieses Beamten vor dem sicheren Tod bewahrt wurden. Es handelte sich unbestritten um die größte Rettungsaktion im Dritten Reich und dennoch geriet sie weitgehend in Vergessenheit, ebenso wie der Name des Mannes, Karl Lutz. Nur wenige Historiker und Publizisten beschäftigten sich mit ihm. Einem anderen, dem Schweden Raoul Wallenberg, schrieb die Nachwelt das Verdienst an der spektakulären Rettungsaktion zu. Und so wurde Lutz zum vergessenen Helden. Eine gleichermaßen unverständliche wie unerträgliche Situation. Und für mich ein Ansporn, mich mit dem Leben und Wirken dieses Mannes zu beschäftigen, der mehr jüdische Leben als jeder andere gerettet hat. Ein Held, ja, das ist Karl Lutz ganz sicher gewesen. Auch wenn er nicht darauf angelegt hatte, nahm er die Herausforderung an, als sie sich ihm stellte. Ohne Wenn und Aber, ohne Zögern. Warum tat er das? Nichts könnte das besser beantworten als sein von Agnes Hirschi überlieferter Vergleich mit dem Ertrinkenden, den man schließlich nicht seinem Schicksal überlassen könne, weil man zuerst nach Kompetenzen oder Zuständigkeiten fragen müsse. So hat er das wohl von Anfang an gesehen. Ja, ich hatte Kontakt aufgenommen mit der Stifttochter im Jahr 2015 mit Agnes Hirsche und mein Mann hat mich begleitet. Wir haben sie in Bern in ihrem Domizil besucht und sie hat mir faszinierende und sehr wichtige Dokumentation in die Hand gedrückt, alles zur Verfügung gestellt, also Fotos, absolut, also ihr ganzes Archiv, um dieses Buch zu verfassen. Selbstverständlich habe ich mich bemüht, Zeitzeugen aus der Zeit ausfindig zu machen, in Ungarn, in Budapest. Ja, das werde ich im Laufe des Vortrags also auch erklären, erzählen, schildern. Gott, was passiert jetzt? Liebe Frau Professorin Rosenberg, wir hören Sie gerade nicht. Sie müssten jetzt. Ja, jetzt. Okay, also ich habe so hier also eine Landkarte mit der politischen Lage in Europa 1942, damit die verraten Teilnehmer also besser diese historische Situation verstehen. Aber ich habe extra für heute etwas vorbereitet. Ein paar Angaben, geschichtliche Angaben, wie es überhaupt also geschehen ist 1933, als Hitler an die Macht kam.
Und wie war das Parteiprogramm der NSDAP? Nur ein Mitglied der Rasse kann Staatsbürger sein. Mitglied der Rasse kann nur einer sein, der germanischen Blutes ist. Infolge dessen keine Juden. Das war 1933. Wie eskalierte sich die Situation? Am 15.09.35 wurden die Nürnberger Gesetze erlassen. Dann 1938, im Juli 1938, also das, was auch entscheidend war, der USA-Präsident Roosevelt hat den Weltkonferenz in Evian angerufen. Die Pforte der Länder bleiben geschlossen für die Flüchtlinge. Das hieß, sie durften überhaupt nicht hier auswandern, sie mussten also irgendwie im Dritten Reich bleiben oder also auch in anderen europäischen Ländern, die danach auch durch die Deutschen besetzt worden sind. Am 9. November 1938, Kristallnacht. Am 24. Januar 1939, Göring beauftragte Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, die Auswanderung und Evakuierung der Juden aus Deutschland. Und da geht es weiter. Am 1. September 1939 ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Und am 20. Januar 1942 Plan Wannsee. Die Endlösung der Judenfragen wird angeordnet. Evakuierung bedeutete zu der Zeit Vernichtung. Ja? Und das sind Wörter, also mit denen also die Nationalsozialisten gerne gearbeitet haben. Sie haben niemals in also so vielen Dokumenten auch erwähnt, die würden Juden oder Mischlinge oder andere, also Sozialisten, Kommunisten, Zigeuner, Homosexuelle vernichten. So stand immer Evakuierung. Ja, aber im Grunde genommen war die Vernichtung. Wir haben also hier eine Folie, das ist die Wannsee-Konferenz. Kann man das lesen oder soll ich, weil also die Schrift ja wirklich so klein ist, soll ich das vorlesen, Herr Preußel? Das kann man also bei uns, finde ich, ganz gut lesen. Wenn es jemand nicht lesen könnte, könnte er in den Chat schreiben. Genau, also es kommt auch im Chat, ist lesbar. Okay, danke schön, Frau Dömedör. Jetzt fangen wir direkt also mit der Geschichte Karl Lutz in Budapest. Wir haben oben links ein Foto, was er selbst hier geknipst hatte. Er war ein leidenschaftlicher Fotograf. Der sitzt ganz hinten, so wie die Stieftochter Agnes Hirsche mir also auch erzählt hatte, was einmal gewesen war, die britische Residenz. In der britischen Residenz haben die Schweizer Diplomaten gelebt und also auch überlebt im Keller die also letzten Wochen des Krieges.
Liebe Professorin Rosenberg, Sie waren jetzt gerade wieder ganz kurz weg. Ihr Mikrofon ist gemutet. Das, genau. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was passiert heute. Normalerweise ist es ja niemals passiert. Na gut, also zurück zu der britischen Residenz. Ja, und das ist also mal schon das Ende des Krieges. Und deswegen wollte ich schon also mal zeigen, nie wieder Krieg. Dann unten rechts haben wir Karl Lutz, der sitzt an seinem Schreibtisch. Also höchstwahrscheinlich, das ist ein Foto, also schon direkt in der Schweiz geknipst worden. Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. Hier sitze ich mit, würde ich sagen, also der Hauptakteurin bei dieser Handlung, weil sie mir die ganze Dokumentation so freundlicherweise und vertrauensweise zur Verfügung gestellt hatte, Agnes Hirschi in Bern, also bei einem Interview. Und die Gesetze des Lebens, hat selbst ja Karl Lutz geschrieben, sind nun einmal stärker als menschliche Paragraphen. Wenn jemand am Ertrinken ist, kann ich nicht auf die Bewilligung warten, ihn retten zu dürfen. Warum hat sich ja Karl Lutz so geäußert? Denn als der Krieg zu Ende ging, kehrte er in die Schweiz zurück und er wurde also angemahnt, praktisch wegen Kompetenzüberschreitung. Also ob er seine Kompetenzen als Diplomat also überschritten hätte. Nicht wahr? Im Grunde genommen hat er Menschenleben gerettet. Wie war die Situation von Ungarn? Das wollte ich schon von Anfang an erklären. Ungarn war 1944 erstmal, März 1944, von deutschen Truppen besetzt, Entschuldigung, von deutschen Truppen besetzt worden. Bis dahin, mehr oder weniger, kann man Ungarn betrachten als eine Insel mitten des Krieges. Ich war da, agierte als eine Vasallenstadt. Und warum? Weshalb? Ungarn hatte zusammen mit Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren und auch also viele Territorien, also viel Territorien und als Hitler an die Macht kam, versprach er, also Ungarn und also auch die Regierung im Namen von Horthy, versprach er, die Territorien irgendwie also helfen, dass also die Ungarn zurückgewinnen, also diese Territorien zurückgewinnen konnten. Und also das war, sagen wir, ein Katzen-Maus-Spiel irgendwie. Ich war, und deswegen nennt man Ungarn eine Art Vasallenstaat des Dritten Reiches. Wir haben also hier wieder ein Foto. Ich fange an also mit den aktuellsten Fotos. Agnes Hirschi in Buenos Aires bei der Ausstellungseröffnung. Die Frau Hirschi ist ja voriges Jahr eingeladen worden nach Buenos Aires. Es war eine Vortragsreihe, eine hochinteressante Vortragsreihe an der Rechtsuniversität, Rechtsfakultät, Entschuldigung. Und es ist ja aus der Schweiz gebracht worden oder geschickt worden, eine so faszinierende Ausstellung. Wahrscheinlich, man interessiert sich ja für diese Ausstellung. Man kann auch diese Ausstellung sich ausleihen. Aber danach, ich weiß es nicht, also gibt es eine Karl-Lutz-Gesellschaft, also die sich ja mit der Ausstellung befasst. Ich bin also nicht zuständig also für Kontakte oder für diese Ausstellung.
aber es ist ja wirklich einmalig. Wunderbar. Ja, weitere Bilder, also das sind ja schon ein paar Tafeln, kann man sehen, von der Ausstellungseröffnung an der Rechtsfakultät. Und rechts, also es ist ja schon wahrscheinlich also weniger interessant, also dieses Foto, was wir sehen, das sind ja mal die, also die liebe Frau Hirschi und also im Hintergrund viele Weinflaschen, also auch was Gutes in Argentinien. Rotwein. Und hier haben wir die britische Residenz in Buda, Wohnort von Carlos. Wie gesagt, das war da so eine super tolle Villa. Und die Schweiz als neutrales Land hat das Interesse von 13 Nationen vertreten, die also im Krieg gegen Deutschland gewesen waren. Und also zwei davon wissen wir, das war die, also Großbritannien, United Kingdom und auch USA. Die Schweizer Gesandtschaft funktionierte in der ehemaligen amerikanischen Botschaft. Eine Tafel, die überlebte, man sieht also schweizerische Gesandtschaft, die Deutschen sagen Botschaft, die Schweizer sagen Gesandtschaft, aber eigentlich es ist praktisch dasselbe, also Gesandtschaft oder also Konsulat. Wir haben jetzt also schon ein Bild von der britischen Residenz von der Seite. Schon also alles vollkommen vernichtet. Nicht wahr? Das ist ja vom Ende Dezember 1944 bis zum 13. Februar 1945. Da überlebten diese Diplomaten und also auch Frau Hirschi zusammen mit ihrer Mutter Magda Kraus überlebten sie also auch den Krieg. Und es war also wie ein Wunder. Die Frau Hirschi erinnerte sich, dass also mal so Weihnachten 44, das war also auch Dezember 44, also die waren alle in dem nassen Keller und also auch dunklen Keller. Sie haben ja niemals gehungert, aber es war doch ein Keller. Kam also zum Geburtstag und also auch zum Weihnachten Herr Lutz mit einer weißen Schokolade, weil Agneschi also anscheinend über alles weiße Schokolade mochte. Mitten dieser Verzweiflung also etwas Wunderbares für ein kleines Mädchen.
Und hier ein Foto von dem Vizekonsul von der Schweizerischen Legation, das war ehemalig, also amerikanische Botschaft, unten im Best. Biografische Angaben, Entschuldigung, mir fehlt eine Folie, das ist jetzt. Ja, wir haben also hier biografische Angaben. Karl Lutz, geboren am 30.03.1895 in Walsenhausen, Schweiz. Der kam aus einer armen Familie. Der Vater war methodistischer Pastor und seine Mutter Lehrerin. Es waren insgesamt 10 Kinder, er der Älteste. Und als er noch sehr jung war, starb sein Vater. Und die Familie hatte kein Geld, um ihn ins Gymnasium zu schicken. Daher besuchte er 1910 bis 1913 eine Textilschule in Saarbrücken. 1913 wanderte er also mit vielen Erwartungen und Illusionen nach USA aus. Ja, von 1913 ohne ein einziges Wort Englisch zu sprechen. Aber muss ich sagen, er war sehr stark diszipliniert und er hat sich bemüht, die Sprache tadellos zu lernen. Ja? Zwischen 1913 und 1918 hat er also schwere körperliche Arbeit in Granite City geleistet, in Illinois. 1918 entschied er sich also für ein Studium der Theologie. Er wollte Pastor werden. Aber 1920 gab er sein Studium auf. Und das war Sommer 1920. Und zufällig fand er in einer Zeitung einen Artikel, eine Anzeige der Schweizer, also gesagt, in der Botschaft, also in Washington. Sie suchten eine Arbeitskraft also für 3 Monate als Übersetzer. Inzwischen habe ich schon vorhin erwähnt, er hatte so wunderbar Englisch gelernt, dass also er imstande war, also diese Arbeit zu betätigen. Und er hatte angefangen, in der Gesandtschaft zu arbeiten. Nach 3 Monaten waren seine Vorgesetzte so eigentlich zufrieden mit der Arbeit von Lutz, dass sie haben also ihn angeboten, fest zu engagieren, nicht wahr? In der Gesandtschaft. 1926 promovierte er also an der Jura und also Universität, studierte auch Diplomatie in Washington. Ach, nein, Entschuldigung, mir fällt, ich weiß es nicht. Ja, das habe ich. Biografische Angaben 2. Von 1926 bis 1934, schweizerische Entsandte in Philadelphia in St. Louis. Und jetzt also 1935 bis 1941 Vizekonsul Jaffa, Palästina. Aber dann also möchte ich halt machen mit der also Folie und da möchte ich etwas aus dem Buch vorlesen. Palästina, Feuertaufe wider Willen. 21 Jahre waren vergangen,
sei der 18-jährige Karl Lutz hochgestimmt und ziemlich blauäugig in die neue Welt aufgebrochen war. Bereits seit Jahren hat er sich nichts sehnlicher gewünscht, als wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen. Wenn nicht in die Schweiz, doch nicht allzu weit weg. London schien ihm eine gute Lösung zu sein. Die Hauptstadt eines Weltreiches. Das versprach einen interessanten Aufgabenbereich und beträchtliches Renommee. Kein Wunder, dass er sichtlich enttäuscht war, als seine Vorgesetzten ihre Pläne änderten und ihn auf einen zu diesem Zeitpunkt eher unbedeutenden Außenposten abschoben, nach Jaffa, im britischen Mandatsgebiet Palästina. Moment. Karl Lutz hat viele Schriften, so hochwichtige Schriften hinterlassen. Der hat also alles nachgeschrieben. Und das sind ja ausgezeichnete Dokumente, also für die Nachwelt. Und da hat er schon seine Gedanken festgehalten bei diesem Text. Wir waren natürlich begierig, etwas vom Dorfleben der Vaterstadt Jesu zu sehen. Und so begaben wir uns auf den Weg nach dem Dorfe, ließen uns die alte Synagoge zeigen, die Jesus besucht haben soll. Ferner eine katholische Kirche, welche anno 1915 über das angebliche Wohnhaus Josefs und seiner Familie gebaut wurde. Durch Öffnungen im Fußboden kann man hinunterschauen in einen Raum, der die Werkstatt Jesu gewesen sein soll. Wir sahen uns weiter im Dorfe um und wurden bald gewahr, dass die Sitten und Gebräuche seit Jesu Zeiten unter den Einwohnern so ziemlich dieselben geblieben sind. Da begegnet man einer Familie, Mutter und Kind auf einer Esselin reitend, Vater zu Fuß, ganz wie anno dazumal, als Josef in Lia und dem Jesu-Kindlein aus Ägypten zurückkehrte. Also das finde ich ja so wirklich sehr beeindruckend, nicht wahr? Wie er schon also festgehalten, diese Ansichten, diese Ereignisse. Aber ich habe also noch einen Text. Wir steigen an der Schiffswandtreppe hinab und siehe da, unten wartet ein Motorboot, als sie also gerade in Jaffa angekommen sind, mit einer großen Schweizer Flagge hinten. Wir steigen ein mit unserem Gepäck, nebst drei einheimischen dunkelbraunen Seeleuten mit Turbanen und Sackhosen. Wir sind in Orient. Nach 10 Minuten Fahrt betreten wir zum ersten Mal das Heilige Land. Welch ein Gewimmel von Menschen, meistens Juden und Einheimische. Aber die größte Überraschung tat sich uns kund, als wir die Halle verließen. Ein Leben und Treiben, so bunt und vielgestaltig, dass es jeder Beschreibung gespottet. Rabbiner, Empfangskolumnitis, Türken, palästinensische Esel, kleine und große Pferde, Kutschen, Autos, Kamele, alles durcheinander. Für uns ein unbeschreiblich schöner und interessanter Anblick. Mich zwickte und zwagte es zu fotografieren, doch es ist ja noch alle Zeiten. Aber die Kehrseite der bunten Folklore. Palästina war alles andere als eine orientalische Idylle oder ein Märchen aus Tausend einer Nacht. So sehr es Karl Lutz und seine Frau Gertrud auch fasziniert haben mag. Nein, die Region war nichts anderes als ein Fass oder ein brodelnder Vulkan, der jederzeit ausbrechen konnte.
was ja ein Jahr nach Ankunft des Ehepaars tatsächlich geschah. Doch selbst die Ruhe, die zuvor oberflächlich herrschte, trug. Denn immer wieder war es seit Ende des Ersten Weltkriegs in der Region zu kleineren und größeren Aufständen und Auseinandersetzungen gekommen. Ich möchte also kurz darauf hinweisen, die also ersten Pogrome waren 35, 36 und also ich meine seitens der Araber in Bezug also auf Juden. Ich war also je vorgeschwiedener, also sagen wir, die Nationalsozialisten handelten und also je mehr sie erreichten, also dann sind ja immer mehr viele Juden in Richtung Palästina ausgewandert. Und dann die Araber waren also mit dieser Einwanderung überhaupt also nicht glücklich und nicht zufrieden. Wir haben hier zum Beispiel einen Text von Karl Lutz, das er so mal sehr gut beschreibt. Wir waren von unserer Wohnung aus Zeugen schrecklicher Szenen, die uns fast Herzlähmung verursachten. Etwa um 10.30 Uhr morgens konnte man merken, dass eine Aufregung in der Bevölkerung war. Die Straßen waren stark belebt und die Leute lebten miteinander. Da sahen wir, wie die Araber sich mit den Stöcken und Steinen bewaffneten. Nun wussten wir, dass eine Judenverfolgung im Gange war. War nämlich das Gerücht umhergegangen, dass in Tel Aviv zwei Araber getötet worden seien, was aber nicht wahr war. Im Größeren wurde der Volksauflauf von unserer Wohnung, die an einem großen Platz grenzt. Da kam ein jüdisches Lastauto dahergefahren, das sofort mit den Steinen bombardiert wurde, doch konnte es entkommen. Dann erspähte die blutdürstige Masse ein anderes Opfer, einen Juden auf einem Wagen. Er wurde mit den Stöcken bewusstlos geschlagen und auf der Straße herumgeschleppt. Und nun kam das Schreckliche. Dann versetzte ihm ein gut gekleideter Araber einen Dolchstoß und so blieb er liegen, halbtot. Und niemand kümmerte sich um ihn. Zwei weiteren solchen Morden mussten wir zusehen. Anderthalb Stunden dauerte diese Mörderei, während welcher weder Polizei noch Militär da war. Erst nachdem das Volk sich schon verlaufen hatte, kam das Militär in Trax daher und jagte die Gruppen Araber auseinander. Das stammt aus einem Brief von Karl Lutz an seinen Bruder Walter, der also auch in Bern lebte. Dann 1935, 1941, Vizekonsul Jaffa Palästina, Vertretung deutscher Interessen im britischen Mandat und 1942, 1945, Leiter der Abteilung Fremde Interessen der Schweizerischen Legation in Budapest. Hat noch Fragen oder lassen wir die Fragen also für den Schluss? Ich richte mich ganz nach Ihnen. Bis jetzt hat es noch keine Fragestellungen unmittelbar gegeben, aber es ist eine gute Erinnerung, dass man das vielleicht tun kann, die in den Chat zu schreiben, dass wir am Schluss noch was zu besprechen bekommen. Wissen Sie, Herr Ramoser, das ist ja auch eine, würde ich sagen, eine Geschichte mit Ecken und Kanten. Und es ist ja schon, nämlich wenn man, es ist ja eine lange Geschichte. Ich versuche innerhalb von also 2 OE, also 90 Minuten, also alles also zu erzählen. Denn ich könnte eventuell über die Rettung der Juden berichten.
Glashaus, also über die Zeit, seine Zeit in Budapest. Aber das wäre mir wirklich schon so peinlich, also nicht die vorherige Geschichte zu erwähnen. Weil also das ist ja schon eine Anknüpfung also von vielen Sachen, was also Karl Lutz also auch geführt hatten, das zu machen, was er geleistet hatte. Ja, deswegen also ich möchte wahrscheinlich also ein paar Minuten mehr schon brauchen für die ganze Geschichte, also so wenig und so wenig also auch erzählen. Denn ein Mensch hat ein Vorher und hat ein Währenddessen und auch ein Nachher. Ja, Entschuldigung. Dann jetzt haben wir die Zeit Ungarn, Budapest, trügerische Ruhe. Die ersten Jahre in Budapest. Am Morgen des 2. Januar 1942 trafen Karl Lutz und seine Frau Gertrud in Budapest ein. 2 Nächte und einen Tag waren sie unterwegs gewesen, denn die Reise, die um Mitternacht im schweizerischen St. Margrethen begonnen hatte, nahm, warum auch immer, einen Umweg über München. Von dort ging es erstmal wieder nach Österreich. Und dann weiter nach Ungarn. Alles bestens in Budapest. Zunächst einmal ging es darum, sich einzurichten. Und da hatte Lutz, weiß Gott, eine fürchterliche Auswahl. Denn zur Wahrnehmung fremder Interessen gehörte bekanntlich auch sich Gebäude und Liegenschaften des jeweiligen Auftraggebers zu kümmern und dafür zu sorgen, dass diese nicht von der ungarischen Regierung regiert wurden. Unter dem reichhaltigen Angebot befanden sich 2 ausgesprochene Juwelen, die ehemalige amerikanische und die ehemalige britische Botschaft oder Gesandtschaft, wie man es damals überwiegend nannte. Lutz entschied sich dafür, die US-Niederlassung mit 20 Räumen wegen ihrer günstigen Innenstadtlage am Freiheitsplatz zu seiner Dienstadresse zu machen. Wir haben schon vorher Fotos gesehen von der britischen Residenz. Horthy, Hitler und die Juden. Seit Anfang des Jahres verstärkten die Deutschen ihren Druck auf Ungarn, die bereits mehrfach geforderte Konzentrierung der Juden endlich in Angriff zu nehmen und diese vollständig aus dem öffentlichen Leben ausschalten. Und das war noch sage und schreibe 1942. Wie es Karl Lutz gelang, die ersten, also das waren Kinder damals, zu retten. Die Rettung der Kinder. Bitte aufpassen, 1942. Kaum hatte Karl Lutz sich privat und beruflich in Budapest etabliert, als Bern ihm eine Aufgabe zuwies, die einen Stein ins Rollen brachte und letztlich dazu führte, dass er zum Beschützer und Hüter der Juden wurde, zum Vater der Kinder Israels. Begonnen hatte das Ganze allerdings ganz ordnungsgemäß auf dem üblichen Dienstweg, wie es in der Regel eben läuft, auf einem Konsulat. Ende März 1942 war das britische Außenministerium, das vorige A-Office, an die Schweizer Gesandtschaft in London mit der Frage herangetreten, ob die Niederlassung in Budapest eine Identifizierung von 200 Kindern vornehmen könne, die nach Palästina auswandern sollten. Alle waren unterdessen und von jüdischen Untergrundorganisationen aus den besetzten Nachbarstaaten über die Grenze nach Ungarn geschleust worden. Die Eltern lebten zum Teil nicht mehr. Keine Einzelschicksale, denn gestrandete elternlose Kinder waren in diesen Zeiten der Verfolgung und der Deportationen
keine Seltenheit. Auf diese Weise lernte Lutz Moshe Kraus kennen, der in Budapest das Palästinaamt der Jewish Agency leitete und damit zuständig war für die legale Einwanderung. Und dann geht es weiter in der Tragik, sagen wir, der Vernichtung des Holocaust. Wir haben dann bis 1945 hat er diese Abteilung geleitet. Da haben wir 1945 bis 1954, das heißt in der diplomatischen Abteilung Fremde Angelegenheit in Bern und Zürich. Und dann ist er am 13.02.1975 in Bern gestorben. Aber wir machen weiter mit der Geschichte in Budapest. Moment, ich glaube, das ist hier. Nee, das ist hier. Ja. Die Odyssee von Karl Lutz. Da plötzlich sah sich die Gesellschaft im Namen von Karl Lutz gezwungen, neue Räumlichkeiten anzumieten, weil das Gedränge von vielen Juden war also immer mehr und also die Räumlichkeiten der ehemaligen amerikanischen Konsulats, also haben ja gar nicht mehr gereicht. Und Karl Lutz mietete die Gebäude an, das war das Glashaus. Dieses Glashaus ist ja errichtet worden 1929, also Bauhausstil. Und das gehörte eines Glasfabrikanten namens Weiß. Ihm wurde dieses Haus enteignet, weil er Jude war und deswegen konnte Lutz dieses Haus anmieten. Es war rundherum alles aus Glas, also mal Fenster, Türen und innen drin also wunderschöne Glastreppe in verschiedenen Farben. Also teilweise existiert dieses Haus heute noch und in einem kleinen Raum finden wir ein tolles Museum über Karl Lutz. Und dann hat er zusammen mit Mitarbeitern und also auch junge Pioniere, Haluzim, Juden, angefangen zu arbeiten und also auch Schutzbriefe, Kollektivpässe und also um Wissen auszustellen. Und also immer mehr Menschen sammelten sich ja, an dem Gebäude. Aber möchte ich also das vorlesen. In der Falle. Der Einmarsch der Wehrmacht. Als am frühen Morgen des 19. März 1944 deutsche Divisionen unterstützt durch Kontingente verbündeter Staaten von Österreich und Jugoslawien her
in Ungarn einmarschierten, brach über die Juden des Landes schreckliche Tragödie herein. Horthy war der Beschluss am Tag zuvor bei einem Treffen auf Schloss Klesheim bei Salzburg mitgeteilt worden. Nach seiner Meinung fragte niemand und erst recht nicht nach seiner Zustimmung. Das hatte er durch sein Katz-und-Maus-Spiel mit Hitler verwirrt. Ferner wurde ihm die Zusage abgepresst, weitere 100.000 Juden für den Arbeitseinsatz hinter der Front oder in Deutschland zu stellen. Aber was schreibt Karl Lutz noch dazu? Das ist ja hochinteressant. Die Juden Budapest, schreibt er, und des übrigen Ungarns erfasste eine ungeheure Panik. Dessen wurde ich gewahr, als ich am nächsten Morgen vor meinem Büro mehrere tausend erschrockener Menschen angestaut hatten, die am Schutz flehten. Es waren meistens ungarische Staatsbürger, was eine Inschutznahme seitens einer fremden Macht auf diplomatischen Wege so gut wie ausschloss. Doch die Gesetze des Lebens sind nun einmal stärker als menschliche Paragraphen. Der Ansturm vor meinem Bürogebäude wurde jeden Tag größer und vehementer. Denn Eichmann versäumte keine Zeit, hatte bereits mit den Deportierungen aus der ungarischen Provinz nach den Vernichtungslagern in Polen begonnen. Man sprach damals noch von Arbeitslagern. Jeden Tag rollten Dutzend Züge und mehr nach Osten. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, eines Tages, da kamen von hinten Soldaten des Sonderkommandos von Eichmann. Übrigens, ich wollte also auch sagen, hinzufügen, er war Protokollant, also Eichmann, an der Wannsee-Konferenz. Und er hatte eine dominierende Sonderfunktion. Nicht also wie er viele Jahre später also auch beweisen wollte, behauptete, er wäre also überhaupt also nicht ja eine Sonderperson gewesen. Der also musste wirklich also Befehle gehorchen. Das stimmt es überhaupt nicht. Der hat also auch Befehle gehorcht, aber andererseits, dass er hatte schon diese dominierende Funktion, soll er nächst in der Partei, dann also auch also mal bei diesem Sonderkommando, bei der also auch SD. Das ist interessant. Also eines Tages kamen von hinten die Soldaten des Sonderkommandos und also Fallkreuzler. Und also diese Menschen, wie wir sehen, also eigentlich also so, das war eine Riesenmenge, also ist ja eingedrungen in das Glashaus. Und also sie sind ja drinnen geblieben, halt wie sie konnten. Und Karl Lutz hat also sich ja um die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten, also sozusagen dem Roten Kreuz nicht, und mit also anderen, also Menschen, die er also auch unterstützen wollte, also bei diesem, also bei dieser Leistung, also da musste er schon also jeden Tag Medikamente, Lebensmittel, Seife zuliefern, weil sonst also die wären einfach gestorben, ja. Und diese Menschen haben ca. 4.500 oder bis also 4.500 also den Krieg überlebt. Eines Tages präsentierte sich ja in der Schweizer Gesandtschaft bei Karl Lutz eine wunderschöne Frau, Magda Kraus, mit ihrer
fünfjährigen Tochter mit Angst. Und also sie bat, Magda Graus bat Karl Lutz, also um Hilfe. Die brauchten einen Schutzbrief oder also ein Visum. Sie wollten also ausreisen, um also etwas sehr schnell drüber die Geschichte zu erzählen. Die beiden haben sich also ineinander verliebt. Er nahm kurze Zeit danach also Frau Magda Graus mit Tochter in die britische Residenz. Als der Krieg zu Ende ging, kehrte er mit seiner Ehefrau Gertrud in die Schweiz zurück. Er ließ sich ja von Gertrud scheiden lassen und 1948 kehrte er nach Budapest zurück, heiratete er die Magda Graus, nahm Magda zusammen mit Agnes nach Bern mit. Sehen wir in dieser Verzweiflung, finden wir eine Liebesgeschichte. Ja, und hier haben wir die redende Idee. Das habe ich schon mehr oder weniger vorhin geschildert. Ich hatte Kontakt aufgenommen mit Überlebenden in Ungarn, habe ich schon am Anfang des Vortrags erwähnt, und also auch mit einem Rabbi Schwarz. Mit dem hatte ich immer wieder telefoniert und wir hatten einen Termin ausgemacht in Budapest, aber aus beruflichen Gründen haben wir uns ja eine Woche verspätet. Als wir schon in Budapest also eingetrudelt sind oder angetroffen sind, also war schon also der alte Rabbi Schwarz gestorben. Aber seine Tochter hat uns empfangen und hat also uns also auch wichtige Dokumentation in die Hand gedrückt, hat mich auch darauf hingewiesen, also auf andere Überlebende. Und wir machten so einen Spaziergang durch die Stadt und sie zeigte mir, das wäre also hier diesem Haus vorne, also ein ehemaliges also Schutzhaus, also extraterritorial. In dem Haus passten bis zu 400 Menschen und also die waren in Besitz eines Schutzbriefes. Ein Schutzbrief, es ist ja so sagen wir beinahe gültig, wie es ist ein provisorischer Ausweis, was also einem Menschen eine Staatsangehörigkeit eines neutralen Landes verleiht. Und man darf also diese provisorische Staatsangehörigkeit behalten bis zur Ausreise. So nennt man Schutzbrief. Ja, interessant ist ja, dieses also mal Schutzhaus war, also gab es insgesamt also 72, danach, also wie Agnes Hirsche mir gesagt hatte, noch mehr. Aber wenn man das multipliziert, also 400 mal also 72 oder mehr, da ergibt sich also schon eine riesige Zahl. Diese Menschen, nicht alle haben den Krieg überlebt, aber also schon also die meisten.
Und also für die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Seife, also war zuständig Karl Lutz und also auch seine Ehefrau Gertrud. Wir sehen auf dem Bild Karl Lutz mit Agnes und Bob, der Sohn des englischen Pfarrers, im Garten der Residenz. Er also liebte unheimlich Kinder. Hier sehen wir einen Karl Lutz in Budapest zusammen mit seinem englischen Chauffeur. Wir finden hier auch ein wichtiges Dokument, was ich ja so schon seit Jahren recherchiere, Karl Lutz und Oskar Spengler, die Bekenntnisse des Herrn X. Dieses Dokument habe ich ja vor ein paar Jahren ausfindig gemacht in einem alten Archiv in Israel. Und Oskar Spengler besuchte mehrmals im Jahr 1943 Budapest, eingeladen, heimlich, selbstverständlich, von Vertretern jüdischer Organisationen, und die haben sich immer im Hotel Geller getroffen, und die haben schon also nach Fluchtwege und Möglichkeiten gesucht, um also Juden zu retten. Und in einem der vielen Schriften, was Oskar Spengler auch hinterlassen hatte, erwähnt er also bei allen dieser, sagen wir, diesen Begegnungen, diesen Treffen, befanden sich Diplomaten der Schweizerischen oder der Schweizer Gesellschaft. Also es gibt ja leider bis jetzt keinen Namen, ich weiß es nicht, da steht ja so nirgendwo, das wäre Karl Lutz gewesen, aber naja, warum also sollen wir eine Verbindung herstellen, nicht direkt zwischen Karl Lutz, sondern nämlich zwischen den Schweizern und also auch also jüdischen Organisationen. Wir haben also hier Dankesbriefe, eigentlich nicht so viele. Insgesamt, also ich konnte finden, bei den so vielen Dokumenten, was Frau Hirsch mir zur Verfügung gestellt hatte, nur 3 Dankesbriefe. Also einmal von der American Jewish Congress. Einmal von jüdischer Gemeinde in Ungarn. Und einmal also vom Professor Thier. Er war ein britischer Dozent an der Uni in Budapest, war verheiratet mit einer tschechischer Frau. Und selbstverständlich also wurden verfolgt also durch also die Ungarn und also durch die Nazis. Und Karl Lutz hat Professor Thier mit seiner Frau wirklich also Schutz gediehen, hat also die also zu sich mitgenommen zur britischen Residenz. Und also Professor Thier mit seiner Frau, also dank Lutz, das Leben gerettet.
eine Straßenname in Israel, der also ist ja in den, also mal die Straße, also der Gerechten in Israel. Das sind nicht viele, aber sie gehört da einen Platz, genauso wie Oskar Schindler. Und das ist ja also auch ein interessantes Bild, mein Mann mit mir. Also das ist ja schon am Baum des Lebens in Ungarn, in Budapest, hinter der Synagoge. Ich habe schon am Anfang des Vortrags gesagt, ich plädiere für Versöhnung, ich plädiere also für Leben der Verzweiflung. Ich plädiere also für Freiheit, für Demokratie, für Liebe. Und jetzt kommen wir schon bis zum Ende dieses Vortrags. Danach kommen bestimmt Fragen über Schweigen, Scham und Schuld. Karl Lutz, 1944 sah ich in Budapest das blutige Wüten der Nazis und ihrer ungarischen Vasallen. Ich schämte mich für die Engländer, Amerikaner und für mein eigenes Vaterland. Ich schämte mich, weil alle tatenlos der Deportierung von annähernd einer halben Million Menschen zusahen und mit dieser Untätigkeit Hilfe leisteten. Aus der zeitlichen Distanz kann ich diese Tatenlosigkeiten noch weniger verstehen. Und auch wir selbst, warum erwachten erst zur Aktivität, als schon der größte Teil der Juden Ungarns verschleppt war? Warum hatten wir nicht schon Gelegenheit gegeben, in unserem Namen zu handeln, als die Deutschen Ungarn besetzten? Heute weiß ich wohl, dass mich persönlich keine Schuld trifft, aber mein Gewissen kommt nicht zur Ruhe. Aus heutiger Sicht erscheinen mir die damaligen Ereignisse und vieles klarer. Schuldig waren wir alle. Alle wussten alles und schwiegen. Wir kannten die in Hitlers Mein Kampf vertretenen Ansichten, aber wir nahmen diese selbst dann noch nicht ernst. Karl Lutz. Aber ich möchte etwas also auch vorlesen, Korrektur machen. Moment, also ob ich jetzt, ja, ich habe so mal so viele Dokumente bei mir. Am Anfang habe ich also auch gelesen, dass also die Geschichte also irgendwie einen heldenhaften Platz im Wallenberg gibt. Ich war und wie war also eigentlich die Funktion von Wallenberg? Jetzt betrachtet also von der Seite Karl von Karlsruhe, nicht? Das ist ja also ein Schriften, was er auch hinterlassen hat, verfasst in Bern am 4. März 1966. Wallenberg war nicht Diplomat, schreibt Karl Lutz, sondern Kaufmann von Beruf. Er war Inhaber einer Import-Export-Firma in Stockholm mit einem jüdischen Partner, der ihn animierte, eine Mission nach Budapest zu unternehmen, um den verfolgten Juden in Ungarn beizustehen. Seine Familie unterhielt nähere Beziehungen zum Hause des Grafen Bernadotte und dieser wiederum zum jüdischen König. So kam es, dass Wallenberg mit einem Schreiben des schwedischen Königs an Reichsverwisser Horthy versehen wurde. Es stand ihm ebenfalls ein Lebensrettungsfonds von mehreren Millionen Dollars in den USA zur Verfügung. So ausgerüstet trat er im Juli 1944 die Reise nach Budapest an und bezog Amtsräume in der schwedischen Gesandtschaft. Minister Danielsson sagte mir, dass Wallenberg nicht berechtigt war, den Titel eines Legationssekretärs zu tragen, es aber tat, vor den Behörden als schwedischer Diplomat auftreten zu können.
Kurz nach der Ankunft Wallenbergs in Budapest im Sommer 1944 besuchte er mit der amerikanischen Gesandtschaft am Freiheitsplatz und teilte mir mit, dass es seine Absicht sei, eine Rettungsaktion für die verfolgten Juden durchzuführen. Er bat mich dann um Überlassung des Textes des schweizerischen Schutzbriefes, auch gab ich ihm Auskunft, was sonst noch zugunsten der jüdischen Bevölkerung unternommen hatte. Ich informierte ihn weitgehend. Da wollte ich also ein bisschen an das richtige Licht, also diese Geschichte, so rücken. Ich war, also die meisten kennen Wallenberg und nicht Karl Lutz. Ja, so ist es. Und also zum Schluss hätte ich ja, lieber Herr Preußel, Herr also Ramos hat etwas, was ich ja vorige Woche versprochen hatte. Als ich ja schon in Budapest recherchierte, dann kam ich in Kontakt also mit vielen Menschen. Und ein Herr, Darvandor, hatte eine wirklich unheimlich interessante Geschichte, hat er mir erraten. Dieser Herr Vassandor, ein Jude, war in einem Nebenlager in der Nähe von Budapest und der erzählte mir persönlich und er schickte mir hier Dokumentation. Also ich würde sagen, der hat also auch damit entdeckt, einen unbesungenen Helden. Und der Lagerkommandant erhielt die Nachricht, er sollte also alle Menschen vernichten. Das waren insgesamt 120 und innerhalb von ein paar Stunden. Es war schon spät am Abend und der Lagerkommandant namens Rumpf hat das, also das Tor aufgemacht und alle Insassen durften raus, ganz heimlich, selbstverständlich, also mitten der Nacht, versteckten sich in nah, also gelegenen Wald. Und selbstverständlich am nächsten Morgen, als der, also die SS davon erfahren hatten, ist dieser Herr Rumpf, Lagerkommandant Rumpf, ist also umgebracht worden. Ich habe die Angaben der Familie Rumpf, also sein Sohn heißt Heinrich Rumpf und der lebt in Baden-Württemberg. Ich möchte also auch Näheres recherchieren in Bezug auf diese Geschichte in Ungarn. Und jetzt also, ja, erwarte ich Fragen Ihrer Seite. Jetzt kommt ganz aktuell eine Frage in den Chat rein. Bisher war es dazu noch recht ruhig. Wir haben im Chat ganz viele Hinweise bekommen und Zusatzanregungen, wo man sich informieren und Filme und Interviews sehen kann oder auch über die besprochenen Bücher. Ich darf vielleicht die Frage jetzt vorlesen und um die Beantwortung bitten. Ist bekannt, was für deutsche Interessen das waren, die Karl Lutz als britischer oder Schweizer Vizekonsul in Jaffa vertreten hat? Also es scheint etwas skurril aus heutiger Sicht. Welche Interessen waren das, für die er da eintreten sollte? Ja, das hatte er schon, der Interesse als neutrales Land, hat er die Interessen von Deutschland nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und da waren also in dem britischen Mandat
waren also viele Deutsche, die also auch Besitztümer hatten. Und er hat innerhalb von kurzer Zeit also auch also aus dem auf dem besten Weg gelöst. Und also da waren, es war also eine ganze Menge Geld. Und er hat also auch also zurückerstatten lassen, also von den Briten, also an die Deutschen, also diese ganzen Besitztümer. Und also auch, das waren hohe Beträge. Und die Deutschen waren sehr dankbar, also beim Karl Lutz. Und er hat sogar einen Brief von einem Minister erhalten. Und das also, ist es ja auch publiziert worden in dem Buch. Es ist ja interessant, also weil der Minister bedankt sich bei Karl Lutz also für diese große Leistung. Und falls also Lutz noch etwas brauchen sollte, er wäre also eigentlich da immer also für ihn als, sagen wir, als Gegenleistung. Ja, sehr ganz skurril, ja, aber so ist es. Vielen Dank. Vielleicht eine Frage, die mir noch kam. Ich habe irgendwo mitbekommen, dass Karl Lutz ursprünglich wohl auch den Plan hatte, Priester zu werden und diesen Plan angeblich aufgegeben hat, weil er sich als zu schüchtern empfunden hat oder in die Richtung beraten worden ist. Wenn das stimmt, finde ich das eine steile Entwicklung für jemanden, der später so viel Courage und auch angebliche Kompetenzüberschreitung begeht, um so viele Menschenleben zu retten. Ja, ausgerechnet. Also, denn ich meine, ich vergleiche niemals also Menschen, sowieso nicht also Eigenschaften also von Menschen. Aber wenn, also wir waren so ein ganz anderer Typ als Oskar Schindler, nicht wahr? Und das werden wir sehen, also ganz anders als Borges oder andere, nicht? Der war sehr schüchtern und der hätte sich nicht gewagt, also etwas mal wahrscheinlich in einer Kirche also schon also Ansprachen zu führen. Und also eines Tages hat er sich also schon entschieden, also mal nicht mal weiterhin Theologie zu studieren. Aber deswegen, das ist umso mehr. Das ist ihm überhaupt also nicht so leicht gefallen, sagen wir, diese riesige Leistung zu nehmen, nicht wahr? Und mit den Behörden zu handeln, also mit den ungarischen Behörden zu handeln, also mit den deutschen Behörden zu handeln und so weiter, hatte er schon allmählich alles geschafft, nicht wahr? Aber das ist interessant, also weil als Diplomat ist er schon also wirklich nicht so richtig anerkannt worden, weil er blieb. Also er war Vizekonsul und er blieb Vizekonsul. Obwohl er, sagen wir, schon so viel geleistet hatte. Und er war so diszipliniert. Meine Frage ist, warum ist er nicht also mal gefördert worden als also Botschafter? Aber nein, so ist es. Vielleicht kommt Schüchternheit ja auch mit Bescheidenheit zusammen. Gibt es denn da noch nähere Erkenntnisse? Jetzt einfach eine Frage, auch wenn man an der Person natürlich Interesse entwickelt, über seine Glaubenshaltung, zum einen als Christ, nehme ich mal an, und dann die Frage auch, inwiefern er dann Einblicke oder auch tiefere Einblicke ins Judentum, in die jüdische Religion bekommen hat, durch seine zweite Frau. Da bin ich noch nicht ganz eingestiegen. Also das kann ich Ihnen leider nicht also sagen, weil also so, wissen Sie, ich habe also diese Fragen Frau Hirsche nicht gestellt, weil also ich wollte Frau Hirsche nicht viel über ihre Mutter fragen. Für mich war entscheidend also diese ganze Geschichte von Karl Lutz und ich dachte, wenn sie mir nebenbei so erwähnt über die Mutter, also da würde ich also schon also auch halt gar nicht mehr also weiterhin fragen. Wenn sie nicht erzählt, das heißt also, sie will mir davon nicht erzählen. Verstehen Sie mich? Natürlich, und, das ist absolut zu respektieren. Ja, also, wahrscheinlich, ich habe also schon gemerkt, also sie wollte also das nicht erzählen
Und da habe ich ja so gedacht, okay, da lasse ich. Ich glaube also, Herr Lutz hat schon alles aus Menschenliebe gemacht. Also der hat eine starke Moral und da war er so auch, würde ich sagen, tief eingeprägt, also diese Prinzipien bei ihm schon als kleines Kind bei dieser methodistischen Familie, sehr fromm. Dankeschön. Entschuldigung. Also dann jemand hat also ein Herr Lenner, wieder ein toller, also die Frau Greff. Die Frau Greff hat noch gefragt nach Yad Vashem. Soweit ich weiß, hat sie... Yad Vashem hat sich die Geschichte von Karl Lutz angenommen, aber nicht also mein Buch, also er kannte also die, Yad Vashem kannte die Geschichte einverständlich. Daphne, von also vorher. Und danke schön. Das sind keine weiteren Fragen. Ich hätte noch eine kleine Frage. Ich weiß nicht, ob ich unaufmerksam war. Ich habe es nicht abgespeichert. Wie ist es denn zur Wiederentdeckung genau gekommen? Also es scheint ja öffentlich großes Interesse zu sein. Wir haben ein Karl-Lutz-Gedenkjahr 2020. Ganz viel ist die Ausstellung rumgereicht worden. Frau Hirschi hat auch viele öffentliche Auftritte schon gehabt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dieser vergessene Wirker und Lebensretter wieder so bekannt geworden ist? Wissen Sie, also ich habe also die Frau Hirsch in 2015 kennengelernt. Ich habe innerhalb von 9 Monaten dieses Buch verfasst. Also bis zu diesem Zeitpunkt, anscheinend gab es ja in der Schweiz, kann ich sagen, also Interesse, aber also die Schweizer interessierten sich also für andere Themen. Niemand hat also über ihn oder von ihm was gewusst. Denn ich hielt also einmal eine Vortragsreihe und muss ich sagen, ich war direkt also schwer enttäuscht, weil eine Lehrerin fragte mich einfach, und wer ist ja eigentlich dieser Lutz? Und da habe ich also den Vortrag gehalten und dann, sie hat also mal schon, muss ich sagen, ein bisschen blöd geguckt, nicht? Viele der Schweizer haben immer noch nicht richtig, Entschuldigung, also wenn also manche Schweizer darunter sind, also bei den also Teilnehmer, aber ich betrachte das also unter die Lupe. Also das sind ja nicht wie die Deutschen, aber jetzt fangen die Österreicher an, aber die Schweizer, ich weiß es nicht, nicht alle, ob wissen Sie, soll ich das sagen, so eine Art also Selbstkritik geführt hatte. Denn die Schweizer in der Zeit also des Nationalsozialismus, man darf ja nicht wissen, die waren diejenigen, die diese Idee von einem Juden in einem jüdischen Pass also reinzusetzen, nicht die Nazis. Also die Schweizer fingen damit an. Ja, und ja, wissen Sie, ich, für mich also hat die Schweiz mehr Helden, nicht nur ein Wilhelm Tell. Aber jetzt also dank Frau Hirschi hat sich also ständig bemüht und also auch die Frau Demeter, also und diese Karl-Lutz-Gesellschaft, die jetzt also vor kurzer Zeit, ein Jahr ins Leben gerufen ist, also dann kommt ja wirklich ans wahre Licht ja so diese Geschichte von Karl Lutz. Deswegen umso freue ich mich, dass ich ja also diese Geschichte in mein Herz geschlossen habe, auch wenn diese Geschichte noch nicht ganz bekannt war. Ja? Das ist wirklich sehr wertvoll. Bei der unglaublichen Zahl an geretteten Leben, die da zur Sprache kam, kam mir nochmal aus dem Film zu Oskar Schindler diese Szene am Schluss in Erinnerung, wo die Nachkommen der Schindlerjuden, der sogenannten, praktisch am Grab zu sehen sind.
Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie einschätzbar ist, was für eine unglaubliche Zahl an Nachkommen 63.000 Gerettete damals für heute bedeuten. Dazu wird es keine Einschätzung geben, oder? Ja, also das habe ich ja so, nee, aber das habe ich nicht bei Ihnen, Herr Preußel, also diese Webinar gemacht, also die Helfer, also die unbekannten Helfer. Und es gibt ja einen Brief, also von Itzhak Stern, also der Buchhalter, also der Fabrik, also in dem er sich erwähnt. Ich habe also mal dieses Dokument, also das liegt bei mir vor, also dass Oskar Schindler also auch zuständig war für die Rettung von, sagen wir, über 20.000 Menschen. Und nicht nur diese 1.200, 1.300 mit den Goleschauern. Ja, und ich schreibe gerade an einem Essays und ich habe also auch wie andere Dokumente, kann ich Ihnen also sagen. Das sind ja Akten direkt also von einem Überlebenden, also des Glashauses. Oh mein Gott. Ja. Und, also, und ich bereite im Moment also vor, schon einen Text also für eine wissenschaftliche Publikation. Weil es ist mir wirklich, das liegt mir am Herzen, dass also alle diese Sachen rauskommen in einer schwierigen Zeit wie heute. Ja, die Werte, die moralischen Werte, wo also auch also die Gesellschaft irgendwie in eine ganz andere Richtung geht und hat nicht alle, aber viele haben also wirklich Moral, Liebe, Freiheit, Demokratie, also helfe deinen Nächsten, also völlig vergessen. Ja, und umso stärker bin ich, um also diese Bücher zu schreiben. Herr Lehner hat jetzt nochmal gefragt, eben, ob man die Leistung von Karl Lutz in der Schweiz inzwischen erkannt hat. Ich denke, dass das schon grundsätzlich der Fall ist, wenn man sich die vielen Veranstaltungen zu dem Thema dort auch anschaut. Und es hat 2014 einen Film gegeben, Karl Lutz, der vergessene Held, 90 Minuten Länge. Können Sie dazu eine Einschätzung geben, wenn man den die Chance hat anzuschauen? Ist das ein wertvoller Einblick? Wissen Sie, also leider kann ich Ihnen also nicht sagen, weil wissen Sie, ich bin also sehr oft unterwegs in Deutschland, in Österreich, in anderen europäischen Ländern. Aber ich komme aus dem weit also entfernten Argentinien und also für manche Schweizer, also wahrscheinlich also bin ich ja nicht ganz gut genug, um einen Vortrag über einen Schweizer zu halten. Also deswegen, ich weiß es nicht, also wie die Lage ist. Also ich bin ja so also ganz offen und ganz ehrlich, nicht wahr? Ich habe also meine Bücher auf Deutsch. Ich könnte eventuell also auch ganz gut also in der Schweiz Vorträge halten, was also mein Buch also betrifft. Aber bis jetzt habe ich keine Einladung bekommen. Nur einmal ein also Lehrer, Philipp also Müller, hat eine Vortragsreihe organisiert vor ein paar Jahren an Schulen, aber dann nicht mehr. Deswegen, ich kenne leider, ich weiß es nicht. Also ich bin also sicher die gute Adresse, um also diese Frage zu beantworten. Dann müssen wir es experimentell einfach ausprobieren. Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, Sie waren jetzt die ganze Zeit über ausgeblendet mit der Kamera. Vielleicht können Sie zum Abschluss das Geburtstagskind nochmal sichtbar machen, um Ihnen auch nochmal Danke zu sagen. Funktioniert das? Aber bei mir steht, naja, Webcam-Freigabe gesperrt. Es ist ja gesperrt. Dann kann es auch sein, dass es eine technische Problematik ist. Dann geht es vielleicht nicht mehr. Jetzt bin ich nicht sicher. Bin ich derjenige, der zum Dankesagen dran ist, oder die Frau Gräf für die Begrüßung zusammen? Ja, die Frage ist jetzt da. Nachdem jetzt Aber auch die bei dir Erika die Frau Rosenberg nicht. Hallo? Hallo, ich sehe dich Hallo? nicht. Ja? Ja, ich auch nicht. Und der Fernseher
Zeuber würde ich jetzt auch nicht mehr sichtbar sein und würde mich jetzt auch so von Ihnen verabschieden. Und erstmal, Erika, vielen, vielen Dank an deinen hochinteressanten, aber auch aufwühlenden, für mich aufwühlenden Vortrag, aber dennoch hoffnungsvollen Vortrag. Jetzt ist der Kollege von der KIB wieder weg. Ich möchte mich ganz herzlich verabschieden von Ihnen allen und darauf hinweisen, dass wir am 1. Juli, also genau heute in einer Woche zur gleichen Zeit um 19 Uhr, die hochspannende und interessante Geschichte des mexikanischen Schindler uns annehmen werden. Und dazu möchte ich Sie wieder herzlich einladen. Ich habe Ihnen auch im Chat den Anmelde-Link dazu geschickt und würde mich freuen, wenn wir uns dann heute in einer Woche wieder sehen. Großen Dank an alle disziplinierten und sehr informierten und interessierten Teilnehmer und natürlich vor allem an Sie, Professor Rosenberg. Und wir hoffen, uns dann gesund nächste Woche wiedersehen zu können. Ja, danke. Einen guten Tag Ihnen und eine gute Nacht den hiesigen Teilnehmern. Dankeschön.